Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gamer Nico mit der Folge 17 von Bioshock Infinite. So, ich könnte mir jetzt theoretisch doch noch was kaufen, ich guck mal. Ich guck mal bei den Waffen-Updates. Nummer 2. So, bisschen jetzt noch Geld ausgegeben. Muss ja auch mal sein, ne? Okay, mach mal weiter. Ups. So, Elizabeth. Einer muss Schmiere stehen. Ich stehe ganz erledigt. Okay. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Schmoriger Hölle! Ist er jetzt gerade in den Tod gesprungen? Feier und Verdammnis! Du bist tot! Verkriecht dich wie ein Köter! Ja, ja. Gib da! Okay! Alter! Ich beneide dich um deinen Tod! Alter. Dauert noch ein wenig. Ist er tot? Mein Weg. Deine Leiche braten wir am Spieß. Schmor in der Hölle. Danke. Sorry, mehr habe ich nicht. Alter. Wirst du sterben? Ich gehe in Deckung. Greift ihn an. Wartet ja. Zucker, Achtung. Danke dir. Auf mich zu reinigen! Schneidet ihm den Finger! Ich hab Munition gefunden! Hier! Na also. Alter. Ah, Scheiße. Sorry. Was zum... Was war jetzt los? Weg.
Mehr Geld. Hier. Danke. Ich hab dich gehört. Ich seh zu, dass ich noch was finde. Beim Schießen haben leere Clips eine 40% Chance automatisch füll- oder nachzuladen. Ich bin noch am Suchen. Dann such schneller. Immer weiter kämpfen. Nagel ihn fest. Dich wird keiner vermissen. Meinst du? Elisabeth würde mich vermissen, also Ruhe jetzt. Wo steckst du? Hallo? Du bist tot, Schwein. Nee. Also, Elisabeth. Wenn ich wüsste, wo du stecken würdest. Aber ich habe keine Lust auf Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Weißt du das? Ja, zeig dich erstmal. Schneid dir das Herz raus. Hä? Kann mir einer sagen, wo der Typ steckt? Alter, wo steckst du? Dich knöpfen wir auf. Spielen wir jetzt Eckstein, Eckstein? Jeder muss versteckt sein, oder wie? Du bist tot, Schwein. Ich höre den Sack.
Wenn du mir sagst, wo du steckst, kannst du es auch gerne machen. Du bist tot, Schwein! Ich finde den Sack nicht. Achtung! Vielen Dank. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Kann mir einer sagen, wo der Typ hier steht? Du bist tot, Schwein. Alter, der geht mir auf den Pisser. Schneid dir das Herz raus. Dich wird keiner vermissen. Hä? Du bist tot, Schwein! Ohne Witz, das finde ich jetzt nicht lustig. Dich knöpfen wir auf. Ohne Witz, das finde ich jetzt nicht. Dich wird keiner vermissen. Rehn, such ihn für mich. Rehn, habt ihr ihn? Für dich gibt's keine Gnade. Ich steck dir ein Messer rein. Salze, wie sieht's aus? Ja, her damit. Weil ich weiß nicht, wo unser scheiß Gegner ist. Vom Kontrollpunkt neu starten. Ach, fuck you. Ohne Witz jetzt. Das ist doch echt. Das ist nicht mal feierlich, ohne Witz. Danke. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart, obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas.
Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Kotzt mich das jetzt an. Was wollen Sie mit dem Ding hier haben? Marienkäfer? Auf ein neues. Hier wäre ein Schloss. Bin dabei. Fertig. Okay. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Die Zeit ist gekommen! Lasst ihn auf keinen Fall weg! Die Strafe muss vollstreckt werden! Gehe in Deckung! Danke. Ich sehe zu, ob ich noch was finde. Schmur in der Hölle! Ja, ja, ja. Komm zurück! Zu den Wachtbrüdern! Feuer reinigt! Jetzt! Fertig! Salze! Hier! Hier, Booker! Treibt sie doch der Deckung! Ja, ja, danke. Lass den Kampf. Comstock muss sterben! Steck dir ein Messer rein. Mach das. Danke. Okay. Bettel um dein Tod. Jagt ihn aus der Deckung. Immer weiter Feuer. Warte, hier, bitte. Da
Danke. Stirb, du Bastard! Stirb! Ne, er ist nach dir. Tötet die Unterdrücker! Wo ist der Anyman jetzt hin? Es gibt kein Entkommen! Du hast was? Nix. Naja, haben schon viele gesagt. Es gibt keine drinnen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein. Komm, Booker, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Okay, ich hoffe, du weißt, was du tust. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Alles klar. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man sich... Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Wow, wow, hey, hey, sachte. Sachte, leg das weg. Okay. Gut. Okay, das ist stranger als sonst. Okay, hier bin ich fertig. Oh. Was machst du da drin? Ich weiß, wie das ist. Elizabeth! Okay. Geht jetzt ab nach Paris? Elizabeth. Wow. Nice Outfit. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird.
Bremshebel oder Beschleuniger geht. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Elizabeth! Halt dich irgendwo fest! Alles klar. Emporia. Der Vogel und Elizabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen? Gute Frage. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Doch. Versuch's noch. Okay, warte bitte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eben. Booker, schnell. Bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. So. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Nein, versuch's du. Okay, das war's erstmal von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag wie immer, zocko, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Gimmadico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.